Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir sind in Folge 7 angekommen und auch im 7. Kapitel des Kampagnenmodus. Ich war inzwischen allerdings fleißig. Ich habe Duel Points gesammelt. Ich habe jede Menge Boosterpackungen gekauft, damit ich mir irgendwann vielleicht auch mal ein schönes Deck zusammenstellen kann. Ich habe auch diverse Duelle gespielt hier nochmal, um zu versuchen, diverse Karten zu farmen. Allen voran das Duell gegen Yugi mit seinem Exodia-Deck, weil ich die Exodia-Teile haben will. Und wenn man so ein Duell gewinnt, dann kriegt man immer 3 Karten aus dem Deck seines Gegners. Und da bietet sich, wenn man die Exodia-Teile haben will, natürlich an, gegen einen Gegner zu spielen, der die Exodia-Teile benutzt. Und davon gibt es nicht so viele in diesem Spiel. 2, um genau zu sein. Ja, ich habe die Umkehrduelle gespielt inzwischen hier und gewonnen. Dieses hier war die absolute Hölle. Ja, Yugi zu besiegen ist nicht einfach. Da habe ich... Fürs Farm habe ich tatsächlich ein eigenes Deck benutzt und habe ihn mehr oder weniger in Grund und Boden gestampft. Ich habe auch herausgefunden, wieso bestimmte Regeln anders sind, als ich sie in Erinnerung habe. Das mit der Feldmagie zum Beispiel oder das mit dem Karte ziehen im ersten Zug, wo ich mich gewundert habe, wieso ich, wenn ich das Duell beginne, keine Karte ziehen darf in meiner Draw-Phase. Anscheinend wurden 2014 diverse Regeln geändert. Unter anderem darf jetzt jeder Spieler eine Feldzauberkarte auf dem Feld haben und nicht mehr so wie früher, dass nur eine einzige Feldzauberkarte für das ganze Feld zählen darf. Und der Spieler, der beginnt, zieht in seinem ersten Zug tatsächlich keine Karte mehr. Ja, das zeigt mal, wie lange ich aus dieser ganzen Routine schon raus bin. Dass ich das nicht weiß, aber jetzt genug geplappert, genug Vorgeplänkel. Heute stellen wir uns dem bösen Geist vom Ring. Später in der Nacht ging das Team nach unten zum Abendessen nach unten, wo sie von ihrem Highschool-Freund Bakura besucht wurden. Als sie sich am Lagerfeuer unterhielten, kam das Gespräch bald zum Duellieren. Aber ich muss noch mal fragen, welches nach unten? Lass uns jetzt einen Zweikampf haben. Nicht für Sternchips, aber zum Spaß. Ich bin dabei. Nach all diesen Sternchips-Sachen wäre es schön, ein Duell ohne Bedingungen zu haben. Genau. Ich glaube, ein normales, altes Duell klingt nach einer guten Idee. Bevor wir anfangen, gibt es etwas, das ich gerne mit euch teilen möchte. Und vor allem mit dir, Yugi. Nein, das kann nicht sein. Ein Millennium-Gegenstand. Ja, und die Magie von meinem Millennium-Ring wird uns ins Schattenreich bringen. Warum tust du das, Bakura? Du hast etwas, was ich haben will, und ich ziele danach. Das klingt schon wieder so komisch. Bakura, von einem unbekannten Geist besessen, der übrigens Bakura heißt, benutzte die Kraft seines Millennium-Ringes, um seinen Freunden Seelen, um die Seelen seiner Freunde wegzuschließen. So, wird ein Schuh raus. Der heißt wirklich Bakura. Ja, wir lernen ja später, der Geist des Millennium-Ringes ist Bakura der Dieb. Also, ne? Nur mal so als Anmerkung. Ihre Seelen wurden weggesperrt. Und jetzt, nach unzähligen Jahrhunderten des Wartens, gehört mir das legendäre Millennium-Puzzle. Genau als Bakura versuchte, das Millennium-Puzzle zu packen, fing es an zu glühen. Der Geist im Puzzle erwachte und manifestierte sich in Yugi. Nein, das kann nicht sein! Du willst mein Millennium-Puzzle? Dann wirst du mich dafür duellieren müssen. Aber wenn ich gewinne, wirst du meine Freunde freigeben und sendest uns alle zurück. Ich bin mit deinen lächerlichen Bedingungen einverstanden, Yugi. Aber ich verspreche dir, es steht noch mehr auf dem Spiel, als du verstehst. Und das hier ist ein Spiel der Schatten, das du nicht gewinnen kannst. Auweia. Du benutzt natürlich wieder das Geschichtsdeck. Ich werde es immer erst mit dem Geschichtsdeck versuchen, nur wenn wir mehrfach scheitern und ich, was weiß ich, 2, 3 Folgen am gleichen Duell festhänge, werde ich in Erwägung ziehen, da ein eigenes Deck zu benutzen, damit wir weiterkommen.
Aber Geschichtsdeck immer als erstes. Wir lassen ihn heute mal anfangen. So, das Deck, was Bakura in diesem Duell benutzt hat, war nicht so sonderlich stark, aber das muss ja nichts bedeuten. Unser Deck ist ja auch grottig, wie man sieht. Okay, nur ein verdecktes Monster, keinerlei Fallen oder Zauberkarten, aber es ist Was zur Hölle ist denn das für ein Scheiß da, Yugi? Allererstes Graceful Charity. Schmeißen wir mal, was schmeißen wir denn weg hier? Die geflügelte Freundschaft kann weg, die ist, da muss ich nichts zu sagen, ne? Wähle eine beliebige Anzahl Monster in deinem Friedhof. Beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Falls du dies tust, verlierst du 1000 Lebenspunkte auf jeden durch dieses Effekt als Spezialbeschwörung beschworene Monster. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diese Karte aktivierst, keine Battlephase durchführen. Du kannst nur eine Seelenlast pro Spielzug aktivieren. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Dann schmeißen wir unseren dunklen Magier weg, so. Dann gucken wir mal, was Bakura da liegen hat. Mit den Lichtschwertern. Genau. Ha! Da wird er nämlich Opfer seines eigenen Effekts. Ich wusste nämlich, weil im Anime hat er die ja auch benutzt, deswegen wusste ich, dass Bakura einen Menschenfresserkäfer hat oder einen Man-Eating-Bug. Und wenn der Man-Eating-Bug das einzige Monster auf dem Feld ist, wenn er aufgedeckt wird, dann ist er gezwungen, sich durch seinen Monster-Effekt selbst zu zerstören. Geile Sache, das. Masaki. So, Seelenlast behalte ich mir nochmal in der Hinterhand. Das benutzen wir dann nächste Runde für den schwarzen Magier. So, jetzt erstmal ein bisschen Schaden machen hier. Und vor allem müssen wir bei Gelegenheit den Magier des Glaubens auf Feld bringen. Das wäre sehr nützlich. Ich kann euch da auch gerne nochmal zeigen, warum. Gott, hat Yugi scheiß Karten in diesem Spiel, in diesem Duell hier. Denn der Magier des Glaubens hat einen wunderbaren Flip-Effekt, der es uns erlaubt, eine beliebige Zauberkarte, die sich in unserem Friedhof befindet, wieder auf unsere Hand zurückzuholen. Und da können wir entweder Graceful Charity nehmen hier, also die elegante Wohltäterin, oder dann die Seelenlast, je nachdem. Auf. Wir machen das so. Und holen den schwarzen Magier zurück. Dann können wir zwar keine Battlephase durchführen in dieser Runde. Und ich schließe einfach mal daraus. Ich habe gerade überlegt, ob man jetzt erst hätte kämpfen können und dann in Main Phase 2 die Karte aktivieren, aber ich vermute einfach mal, das wäre dann nicht gegangen, weil ich ja keine Battlephase in dem Zug aktivieren darf. Also man kann da wahrscheinlich nicht tricksen. So, Zug beendet. Mal gucken, was Bakura als nächstes macht. Ich weiß, dass er ein paar ganz, ganz böse Effektmonster hat, die unsere Strategie hier in 0, nichts kaputt machen können. Oh! Passt mal auf. So, wir holen uns jetzt als erstes mal Graceful Charity zurück. Damit wir die nochmal aktivieren können. Und nochmal zwei Karten ziehen können. Beziehungsweise drei Karten ja sogar. Jetzt haben wir schon wieder einen schwarzen Magier auf der Hand. Aber diesmal schmeiße ich andere Karten weg. Und zwar diese ganzen nutzlosen Dinger hier. So, als nächstes beschwören wir den herbeigerufenen Totenkopf, indem wir den Magier des Glaubens auf den Friedhof schicken. Boah, ich hoffe, das geht nicht ganz brutal nach hinten los. Dann aktivieren wir die Polymerisation
um Masaki und den Flammenmanipulator zu fusionieren und den Flammenschwertkämpfer auf das Spielfeld zu holen. Und damit haben wir drei mächtige Monster draußen. Wobei mächtig relativ ist, aber für die Decks, die hier tatsächlich benutzt werden, ist das schon zutreffend. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass er hier keinen Cyberjar liegen hat. Ah, Signaturkarten haben auch eine Animation. Der Flammenschwertkämpfer, ja, eine der Signaturkarten von Joey Wheeler. Obwohl sie im Anime kein Fusionsmonster ist, sondern tatsächlich ein normales Monster und von Joey so ausgespielt wird, ohne die Fusion. So, Moment. Ich kann ihn euch ja mal kurz zeigen. Da ist er. Ich wollte euch ja neue Karten prinzipiell immer zeigen. Wir müssen auch nochmal gucken, was hat ein Bakura hier ausgespielt. Das antike Gefäß. Ein sehr zerbrechliches Gefäß, das etwas Uraltes und Gefährliches enthält. Ein Felsenmonster, Attribut Erde, Level 1, 400 Angriffspunkte, 200 Verteidigungspunkte. Eines der, ich will mal sagen, nutzlosesten Monster, die ich hier bisher in diesem Spiel gesehen habe. Echt, bei manchen Karten. Ich meine, man kann ein Deck um so ziemlich jede Karte herumbauen, wenn man das möchte. Aber es ist mal die Frage, ist das dann auch ein gutes Deck? Kann man das Deck auch benutzen oder ist das einfach nur so ein Deck zum so ein bisschen rumblödeln, ein bisschen Spaß haben? Aber bei manchen Karten frage ich mich echt, wozu die da sind. So. Achso. Was war das? Der weiße Zauberhut. Ein, Hexer des Levels 3, Attribut Licht, 1000 Angriffspunkte, 700 Verteidigungspunkte. Wenn diese Karte den Lebenspunkten deines Gegners Kampfschaden zufügt, wirft er eine zufällige Karte aus seiner Hand ab. Ist im Prinzip gar nicht so schlecht, der Effekt. So, und der schwarze Magier macht einen direkten Angriff auf seine Lebenspunkte. Zack. Ach, der Flammenschwertkämpfer kriegt eine Animation. Aber der schwarze Magier, der ja Yugis absolute Signaturkarte ist, der nicht, nein. Also wenn Bakura nicht bald was einfällt, dann haben wir dieses Duell gewonnen. Wir schlagen uns hier echt gut. Da gehen unsere Lichtschwerter. Ich hasse diese Karte. So, leider können wir nicht nochmal fusionieren. Aber wir können den Schädelpirscher aufs Feld bringen. Gott, warum hat Yugi so beschissene Monster? Mal ernsthaft. Ich meine, ich weiß, an diesem Punkt im Anime haben die alle so beschissene Monster gespielt, aber das sind Monster, die haben wir noch nicht mal in Yugis Deck gesehen. Steckt da irgendeine Strategie hinter, die ich jetzt gerade nicht verstehe? Das wird auf jeden Fall interessant, hier das Reverse Duel zu machen, um das andere Kartendeck freizuschalten. Ich glaube es nicht, dass das funktioniert hat. Ach, ist das erbärmlich. Zeig mal her die Karte. Elektrische Eidechse. Ein Monster, das nicht vom Typ Zombie ist und das die elektrische Eidechse angreift, kann im nächsten Zug des Spielers, der es kontrolliert, nicht angreifen. Was nicht weiter schlimm ist, weil wir so ziemlich mit dem erbärmlichsten Monster angegriffen haben, was wir zurzeit zur Verfügung hatten. Ein Donnermonster. Die Werte sind relativ erbärmlich, aber kann einem potenziell den Arsch retten und in den richtigen Situationen. Nur leider wird Bakura nicht mehr dazu kommen, sich den Arsch retten zu lassen. So. Ich weiß nicht, ob es mehr Duellantenpunkte gibt, wenn wir mit möglichst vielen Monstern angreifen oder möglichst viel Schaden verursachen, deswegen mache ich das jetzt einfach so. Und der schwarze Magier wird jetzt einen letzten direkten Angriff auf Bakuras Lebenspunkte durchführen und dieses Duell damit beenden. So. Die Signaturkarte von Bakura in diesem Duell im Anime war übrigens Change of Heart oder Überläufer, mit dem man für eine Runde ein beliebiges Monster des Gegners übernehmen kann. Gut, dass er die nicht benutzt hat, das hätte nämlich potenziell übel enden können. Bist du in Ordnung, Bakura? Jetzt bin ich es, dank dir. Wo hast du deinen Millennium-Ring herbekommen?
Mein Vater fand ihn auf einer seiner Reisen. Er sagte mir, er ist aus dem antiken Ägypten. Er war am Shoppen auf einem Bazar, als ihm der Millennium-Ring ins Auge fiel. Der Mann, der den Ring an meinen Vater verkaufte, sagte, es hat etwas mit Duel Monsters zu tun. Aber das machte nie Sinn für mich, da das Kartenspiel neu ist und der Ring eindeutig antik. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er sagte, er fühlte, dass ich dazu bestimmt war, ihn zu haben. So. Neues umgekehrtes Duell entriegelt. Yu-Gi-Oh! Der böse Geist im Ring. Neuer Deck-Avatar Yami Bakura. Neues Deckrezept Yami Bakura Überläufer. Signaturkarte Menschenfresserkäfer. Neue Karte Gerechte Nachspeisen. Oh, die ist auch gar nicht so schlecht, die Karte. Die ist wahrscheinlich vor allem gegen Pendulum-Decks sehr effektiv. Ja, Pendulum-Beschwörungen, ja, die neueste Art von Beschwörung, die das Spiel eingeführt hat, werden wir wahrscheinlich noch eine ganz, ganz, ganz lange Zeit nichts mit zu tun haben. Aber soweit ich das gesehen habe, ist das absolut übermächtig. Und der kopflose Ritter, sehr schön. Fast 2000 Duellantenpunkte. So, hier diese Duellanten-Herausforderung, da habe ich inzwischen auch rausgefunden. Die werden, also es gibt für jeden Charakter, den man im Rahmen der Kampagne duellieren kann, gibt es auch eine Duellanten-Herausforderung. Da haben sie ein besonders mächtiges Deck, was natürlich jeweils trotzdem ihrem Stil entspricht. Also Meiko Tsunami benutzt natürlich ein Wasserdeck, Rex Raptor benutzt Dinosaurier, aber doch schon modifiziert, also nicht zwangsläufig basierend auf ihrem Anime-Manga-Deck, sondern doch schon ein herausforderndes Deck, soweit ich das verstanden habe. Und man schaltet den jeweiligen Charakter für den Herausforderungsmodus frei, indem man sämtliche Duelle im Kampagnenmodus gegen ihn gewinnt. Das heißt, Rex Raptor und Meiko Tsunami werden im Laufe der Kampagne nicht mehr auftauchen, weil wir ihre Herausforderung freigeschaltet haben. Das ist natürlich gerade für Charaktere wie Yami Yugi. Die haben relativ viele Duelle, die wir da erstmal gewinnen müssen. Nämlich die ganzen Umkehrduelle. Aber ist trotzdem gut zu wissen. So, wollte ich noch irgendwas zeigen? Wir haben schon wieder 7000 Duellantenpunkte. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen einfach mal zwei Decks von jedem hier. Dann haben wir nämlich ziemlich genau die Punkte wieder ausgegeben, die wir gerade im Duell gegen Bakura gewonnen haben. Und dann können wir die Folge auch beenden. So, mal gucken, was wir hier so kriegen. Ja, das ist vor allem auch dazu da, um euch zu zeigen, was sich hier in den verschiedenen Boosterpackungen versteckt, was man da eventuell für Karten kriegen kann. Und ich meine, dass Großvater auch das ein oder andere Exodia-Kärtchen hier in seinem Boosterpack versteckt. Zum Beispiel hier Exodius, der ultimative verbotene Lord. Eine von drei Möglichkeiten, ein Exodia-Deck zu spielen, die ich kenne. Also man kann ein ganz normales Exodia-Deck spielen, dann das Exodius-Deck hier mit der Karte, die wir gerade gesehen haben, und dann gibt es noch Exodia Necros. Falls es nicht inzwischen noch mehr Exodia-Karten gibt, von denen ich nichts weiß. Wie gesagt, ich bin seit mindestens 2014 raus aus dem Ganzen. Ich spiele zwar die Videospiele, aber ich behalte jetzt nicht im Blick, was es so an neuen Karten gibt. Ich sehe das dann immer, wenn ich die Karten im Rahmen der Videospiele kriege. Die perfekte, ultimative, große Motte, die Signaturkarte von Weevil Underwood. Auch gar nicht mal so schlecht. Wenn man sie denn tatsächlich mal aufs Feld kriegt. Harpien-Phönix-Formation sehe ich da. Das ist natürlich sehr schön. So, was kriegen wir hier? Famose Venus, Weiser Des. Mystische Sonde, die Karte ist auch gar nicht so ganz verkehrt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, und ein letztes Mal. Der Verwandlungskrug. Beide Spieler werfen ihre gesamte Hand ab, dann ziehen sie 5 Karten. Ja, das ist eine der Karten, die Bakura tatsächlich in seinem ersten Duell gegen Yugi benutzt hat. Tatsächlich sogar zweimal, wenn ich mich da recht erinnere. Und ich habe ganz fest damit gerechnet, dass der noch kommt. Hier, Soldat der Erdunterwäldler, 4 Sterne, 1900 Angriffspunkte. Das ist so der Standard im heutigen Metagame.
Ja, eine Zeit lang war 1700, 1800 für 4 Sterne ohne Effekt richtig gut. Dann kam so der ein oder andere 1900er, zum Beispiel Kaibas Wars Raider oder auch der Erstunterweltler-Soldat hier und noch ein paar andere. Inzwischen gibt es sogar 4-Sterne-Monster mit 2000 Angriffspunkten ohne Effekt. Es gab zwar schon 2000er Angriffsmonster mit Effekt, aber die hatten dann immer irgendeinen Effekt, der diese 2000 Angriffspunkte relativiert hat. Nach einem Angriff in den Verteidigungsmodus oder muss jede Runde angreifen oder kostet jede Runde Lebenspunkte oder sowas. Inzwischen gibt es Nicht-Effekt-Monster mit 2000 Angriffspunkten, die man einfach so ausspielen kann. Das ist heftig. So, aber wir sind hier jetzt erstmal fertig. Auch mit dem heutigen Duell, mit der heutigen Folge. Das nächste Mal geht's weiter mit dem Panikangriff. Bis dann.